politische Bombe heute Abend geplatzt. Sie kommt über deutsche Medien nach Österreich. Spiegel und Süddeutsche Zeitung veröffentlichen heute ein Video, das Heinz-Christian Strache seine politische Karriere kosten könnte. Die Bilder zeigen, wie er und Johann Gudenus offensichtlich einem Lockvogel in die Falle gehen, einer vermeintlichen russischen Investoren, der sie staatliche Aufträge im Gegenzug für Parteispenden versprechen. Wir reden gleich hier im Studio drüber. Ich freue mich, dass Christian Nusser schon da ist, der Chefredakteur der Tageszeitung heute. Schönen guten Abend. Und Thomas Hofer ist bei uns, Politikberater, gern gesehener Gast auch bei uns in vielen Diskussionsrunden. Guten Abend. Wir reden gleich darüber, was das alles bedeuten kann. Aber zunächst hier noch einmal die ganze Geschichte. In einer Villa auf Ibiza am 24. Juli 2017 FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und der Wiener FPÖ-Obmann Johann Gudenus sprechen mit einer angeblichen Investorin aus Russland. Gudenus, der Russisch spricht, übersetzt. Laut Spiegel Online ist das Treffen offensichtlich als Falle für die FPÖ-Politiker organisiert worden. Sie sprechen dort darüber, wie die FPÖ Parteispenden bekommt. Und das der Vermögende, die zahlen zwischen 500.000 und 1,5 bis 2 Millionen. Es gibt ganz wenige, die in die Partei spenden, weil das ein Rechnungshof ist. Ja, und alle wissen wir doch. Und dann ist es offen. Die Spender der FPÖ wollen in der Regel eine Steuersenkung erreichen, so Strache, und nennt Namen: Glock, Horten, Benko, Novomatic. Alle genannten haben gegenüber Spiegel Online und der Süddeutschen Zeitung jegliche Spenden an die FPÖ dementiert. Die Szene spielt kurz vor dem Nationalratswahlkampf. Strache spielt dort auch den Gedanken durch, dass die Investorin die Kronenzeitung übernehmen könnte. Wenn es wirklich vorher, in dieser Wahlperiode, 2, 3 Wochen vorher, die Chance gibt, über diese Zeitung uns zu pushen, das passiert ein Effekt, den die anderen ja nicht kriegen. Wenn das Medium in 2, 3 Wochen vor der Wahl plötzlich dieses Medium auf einmal uns pusht, ja, eben, dann hast du recht, dann machen wir nicht 27. Und Strache stellt der mutmaßlichen Investorin Bauaufträge der öffentlichen Hand in Aussicht. Die Strabag werde nämlich keine Aufträge mehr bekommen, sobald die FPÖ in einer Regierung sei. Das Erste in einer Regierungsbeteiligung, was ich dazu sagen kann, ist, da hat uns dann eine Gewinnaufträge. So, okay. Und dann haben wir einen riesen Volumen von infrastrukturellen Veränderungen, wenn da eine Qualität da ist und ein qualitativer Anbieter da ist. Und der Erste, der soll das Süßer. Strache bestätigt das Treffen auf Ibiza gegenüber Spiegel Online, betont aber, dass er mehrmals auf die Notwendigkeit der Einhaltung der österreichischen Rechtsordnung hingewiesen habe. Für die Zeit im Bild war der Vizekanzler bislang nicht erreichbar. Ja, und er ist auch weiterhin nicht erreichbar gewesen. Es gibt auch noch keine Stellungnahmen aus den Reihen des Koalitionspartners ÖVP. Aber Bundeskanzler Sebastian Kurz hat für morgen ein Statement angekündigt. Für uns ist aber jetzt Zeit im Bild-Reporterin Simone Striebel vor dem Bundeskanzleramt. Guten Abend, Simone. Guten Abend, hallo. Ja, was dringt denn durch aus den Mauern des Bundeskanzleramtes? Ich nehme an, dort rauchen jetzt gerade mal die Köpfe, oder? Das glaube ich auf jeden Fall seit 18 Uhr, wo die Geschichte bekannt geworden ist, laufen hier im Bundeskanzleramt sicher die Verhandlungen. Da wird jeder spricht mit jedem. Auch der Bundespräsident wird sicher schon mal überlegen, was er jetzt, was die Regierung macht, was der Bundeskanzler macht. Aus dem Kreis von Sebastian Kurz habe ich gehört, dass der Bundeskanzler weiß, was zu tun ist, was das genau heißt. Das will er morgen präsentieren, aber er soll relativ schnell gewusst haben, was er jetzt machen soll. Von der FPÖ gab es bisher nur eine schriftliche Stellungnahme. Da hat der Generalsekretär Hafenecker ausgesandt, dass es sich dabei um schmutzige Wahlkampfmethoden handelt, dass dieses Video illegal aufgezeichnet wurde und dass die Anwälte der FPÖ das jetzt prüfen werden. Von der Opposition haben wir auch Reaktionen bekommen. Da haben wir alle Parteien am frühen Abend interviewt, SPÖ, NEOS und auch die Liste Jetzt. Und da haben viele gesagt, also eigentlich alle haben Heinz-Christian Strache, FPÖ-Chef und Vizekanzler, zum Rücktritt aufgefordert.
ob es jetzt eine Neuwahl geben soll. Da waren sich die Oppositionsparteien nicht ganz einig. Die NEOS fordern eine Neuwahl. SPÖ und die Liste Jetzt haben gesagt, die Regierung muss das selbst entscheiden. Aber alles wartet eben auf morgen, wenn der Bundeskanzler dann bekannt gibt, was er jetzt tut. Mhm. Gibt es denn irgendwelche Hinweise darauf? Wir haben hier im Studio auch Gäste. Thomas Hofer hat schon vor Stunden gemeint, das läuft auf Neuwahlen hinaus. Ja, also jetzt gibt es keine Hinweise, da wartet alles auf den Bundeskanzler. Also jetzt wirklich konkrete Hinweise, wo das irgendjemand bestätigt. Da müssen wir auf die Pressekonferenz morgen warten. Aber natürlich sind das schwere Vorwürfe und so ein Video. Ein Video ist immer etwas anderes als jetzt ein Protokoll bei einem Video. Wir erinnern uns an Ernst Strasser. Das ist immer was anderes. Da muss die Politik auch anders handeln, als wenn jetzt ein schriftliches Protokoll auftauchen würde. Ist heute Abend noch Simone Striebel mit Stellungnahmen von FPÖ-Spitzen zu rechnen? Bisher gibt es ja nur die Stellungnahme, Sie haben es zitiert, von Christian Hafenecker, dem Generalsekretär, der mal gesagt hat, ja, da behält sich rechtliche Schritte vor gegen den Menschen, der das Video sozusagen heimlich aufgezeichnet hat. Sonst war da noch nicht viel herauszulesen. Ist da noch was heute zu erwarten? Also heute erwarte ich eher nichts mehr. Es ist so, wir haben es natürlich bei allen Parteien probiert, ÖVP und FPÖ, aber da wurde gesagt, von der ÖVP wurde auf die Pressekonferenz morgen verwiesen und die FPÖ hat eben nur dieses schriftliche Statement ausgeschickt. Also ich glaube, da wird es heute noch eine lange Nacht im Bundeskanzleramt werden, im Vizekanzleramt, in der FPÖ, aber auch in der Hofburg. Der Sprecher zum Beispiel des Bundespräsidenten ist vor einigen Stunden hierher gefahren und ich sehe sein Auto noch immer da drüben für einen Freitagabend. Eine höchst ungewöhnliche Situation in der österreichischen Innenpolitik. Also das wird heute eine lange Nacht. Auch für dich wahrscheinlich, Simone, eine lange Nacht. Vielen herzlichen Dank jedenfalls vorerst für diese Informationen live vom Bundeskanzleramt. Zeit im Bildreporterin Simone Striebel, von ihr dann alles weitere in den späteren Sendungen. Dankeschön dabei. Ja, dann gehen wir kurz mal hier in die Runde, Christian Nusser. Das hat uns, glaube ich, alle überrascht, was da gekommen ist. Aber warum eigentlich so Hinweise auf Russland-Verbindungen, die es in dem Fall ja gar nicht waren, haben wir eigentlich schon länger gehabt, oder? Also die erste Assoziation war, als ich das Standbild gesehen habe, bevor das Video überhaupt anzuschauen war, habe ich mir gedacht, Wahnsinn, was die Technik heute zustande bringt. Man kann schon Köpfe von Gudenus und Strache auf gute Zeiten, schlechte Zeiten Videos montieren. Als ich mir das dann angeschaut habe, war ich wirklich sprachlos, was nicht zwingend gut ist für einen Journalisten. Aber ich habe das lange nachgedacht. Ich habe sowas in der Dimension eigentlich weder national noch international eigentlich erlebt, dass das in einer derartigen Länge, Deutlichkeit, allumfassend reportiert wird. Thomas Hofer, wir werden ja dann auch noch ausführlich über die notwendigen oder möglichen politischen Konsequenzen reden, aber gibt es da noch irgendwelche Zweifel daran, dass dieses Video, so wie es vorliegt, authentisch ist? Also ich schließe bei dem an, was Christian Nusser gesagt hat. Es gibt zwar schon Software, wo man ein bisschen schon manipulieren kann, auch Bewegtbild, aber so weit ist man noch nicht, dass das so authentisch geht. Also ich habe eigentlich keinen Zweifel. Ich vertraue da auch dem Spiegel, der das dokumentiert hat, wie die Echtheit geprüft wurde. Also insofern bin ich beim Kollegen. Und man muss sich, es sind zwei Ebenen, nicht? Also erstens ist es von einer unfassbaren Dummheit, was da gemacht wurde und wie es gemacht wurde. Und das Zweite ist natürlich, das ist der größte innenpolitische Einschlag der letzten Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte. Es ist nicht zu vergleichen mit Knittelfeld, das war dagegen ein, entschuldigen Sie die volkstümliche Ausdrucksweise, ein Lächerl. Das ist wirklich nicht zu vergleichen, das ist in der Dimension auch etwas, was nicht nur für die FPÖ brandgefährlich ist und für den Herrn Strache sowieso und für den Herrn Gudenus, sondern auch für die Koalition. Auf das werden wir noch kommen. Aber ich glaube, dass man das jetzt noch gar nicht abschätzen kann, welche Folgewirkungen das hat. Jedenfalls kann man eines nicht zur Tagesordnung übergehen. Werden wir auch nicht tun, wir reden gleich weiter. Die ganze Geschichte hatte ja auch vor kurzem der Falter veröffentlicht und wenn wir Glück haben, haben wir in Kürze Florian Klenk, den Chefredakteur vom Falter, am Telefon. Es dauert noch ganz kurz. Dann können wir mit ihm auch über einen interessanten Aspekt vielleicht sprechen, den wir hier auch besprechen können. Nämlich die Frage, warum taucht das jetzt auf? Das Video stammt aus dem Jahr 2017 und kommt jetzt eine Woche vor der EU-Wahl daher. Das hätte schon längst auftauchen können, oder?
Also wir wissen zu wenig eigentlich darüber. Wir wissen auch nicht, wie lange dieses Video schon kursiert ist. Es gibt ja die Spekulation, dass es eben seit einem Jahr bekannt ist. Es gibt auch den Herrn Böhmermann, der sich explizit vor ein paar Wochen darauf bezogen hat und ja von Ibiza und einem Gelage in einer Oligarchenvilla in Ibiza gesprochen hat. Das heißt, in dem Bereich wissen wir zu wenig. Zunächst einmal muss man dazu sagen, Gratulation an die Kollegen von Spiegel, Süddeutsche und Falter. Das ist wirklich eine grandiose Leistung. Haben Sie eine Idee, warum das da jetzt daherkommt? Also warum, ist schon klar, nicht? Weil klarerweise auch genau das, was wir jetzt gerade beschrieben haben, erreicht werden sollte. Von wem, darüber könnte man nur Mutmaßungen anstellen. Ich würde mal meinen, dass wenn es die Opposition gehabt hätte, hätte sie nicht so lange zugewartet und hätte das gespielt. Ich weiß es schlicht nicht, aber es ist in Wahrheit, es ist auch eine interessante Frage, aber es ist in Wahrheit sekundär. Denn die Frage ist jetzt auch das, was der Herr Hafenecker und die FPÖ da jetzt versucht, einerseits das so quasi auf eine, Entschuldigung, psoffene Geschichte zu schieben und zu sagen, das war Alkohol im Spiel und er hätte eh, also Strache hätte eh immer auf die österreichische Rechtslage verwiesen, wird einfach so massiv konterkariert durch die Zitate und die Ausschnitte, die Sie gerade gezeigt haben, dass das eigentlich Makulatur ist, sondern es wird das, glaube ich, auch für viele in der FPÖ, einige werden schon da auch an Verschwörungstheorien stricken, wie auch immer, ja, wir können es nicht bewerten heute und hier, aber klar ist, dass die Auswirkungen jetzt mal bei der FPÖ und bei der Bundesregierung sind und das wird die nächsten Tage dominieren. Mittlerweile haben wir Florian Klenk, den Chefredakteur der Tageszeitung, der Wochenzeitung Falter, am Telefon. Guten Abend, Herr Klenk. Schönen guten Abend. Ja, der Falter hat diese Geschichte auch. Können Sie uns ein paar Hintergründe nennen? Haben Sie eine Idee, warum gibt es diese Geschichte gerade ja, jetzt? Ja, das kann ich Ihnen erzählen. Also die Information darüber, dass es ein Video gibt, auf dem man diese Szenen sieht, diese Information gibt es seit ungefähr einem Jahr. Und viele Journalistinnen und Journalisten haben versucht, an dieses Video zu kommen, was aber nicht leicht war. Warum das so war, darüber kann ich nicht sprechen. Was ich sagen kann, ist, dass dieses Video seit ungefähr einer Woche oder zwei Wochen uns bekannt ist, dass es das real gibt. Und am Sonntag habe ich das Video zum ersten Mal gesehen. Ich habe die Möglichkeit gehabt, im Büro der Süddeutschen Zeitung mir dieses Video anzuschauen. Und die Süddeutsche Zeitung hat das gemeinsam mit dem Spiegel auch forensisch überprüft. Also sie haben geschaut, ob die Tonspuren verändert wurden oder ob hier die Personen wirklich diese Personen sind. Und haben da sehr viel Geld auch investiert in Gutachten, in Gerichtsgutachten, in Übersetzungen, in die Übersetzungen auch vor allem der russischen Dialoge. Es gibt einen sehr entscheidenden Dialog von Johann Gudenus mit dieser vermeintlichen Oligarchen-Nichte, die auf Russisch geführt ist. Das wurde von einem Sachverständigen untersucht. Also die Medien haben sich hier sehr, sehr große Arbeit angetan, um hier nicht möglicherweise in eine Falle zu tappen und auf ein gefaktes Video zu kommen. Zwischenfrage, gibt es denn irgendwelche Hinweise darauf, wer hinter dieser ganzen Aktion steckt? Es gibt Hinweise, aber darüber kann nicht gesprochen werden, weil das ein Redaktionsgeheimnis betrifft. Es kann, was die Motive sind, darüber können wir nur spekulieren, darüber haben wir keine gesicherten Erkenntnisse. Das kann alles Mögliche sein. Es ist aber, und das haben alle Beteiligten in dieser Recherche-Kooperation gesagt, auch völlig egal, was die Motive waren. Die Frage ist, was hat der jetzige österreichische Vizekanzler und der jetzige österreichische Clubchef dort gesagt auf diese Lockvögel? Ja? Und dass das Lockvögel sind, das dürfte nach den Informationen, die wir jetzt haben, feststehen. Florian Klenk, vielen Dank für diese Informationen einstweilen mal und ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht mit dieser Geschichte. Es wird weitergehen, ja. Es wird weitergehen, da gibt es schon einige Hinweise darauf. Wir sind neugierig. Vielen herzlichen Dank vorerst. Dankeschön und einen schönen Abend. Dankeschön. Danke. Ja, es wird weitergehen, sagt auch Florian Klenk und er schildert auch sehr eindrücklich, wie viel Arbeit sich die Redaktionen angetan haben, um sicherzustellen, dass nicht die Redaktionen da einem Lockvogel sozusagen aufsitzen. Die politischen Konsequenzen können wir vielleicht besprechen, nachdem wir uns angehört haben, was die drei Oppositionsparteien am heutigen Abend zu dieser Geschichte zu sagen hatten. Also dieses Video blamiert Österreich bis auf die Knochen. Also das ist ein neuer Tiefpunkt
in den ohnehin schwer angeschlagenen Image, das Österreich zurzeit in der internationalen Öffentlichkeit genießt. Und ich würde den Bundeskanzler hier ganz dringend auffordern, die Reißleine zu ziehen und den Vizekanzler zu entlassen. Selbst wenn es so ist, ist das vollkommen irrelevant. Jemand, der sich hinstellt und diese Aussagen in einem Video tätigt und sagt, wie man mit Umgehungskonstruktionen illegale Parteienfinanzierung aus Russland bekommen kann, der kann nicht Vizekanzler dieser Republik sein. Und das ist auch nicht möglich, dass die ÖVP aus reinem Machtinteresse weiterhin versucht, mit der FPÖ, die solche Praktiken offensichtlich an den Tag legt und wo solche Praktiken ganz normal sind, dass die ÖVP mit so einer FPÖ weiter in der Regierung ist. Na, das, was heute hier zutage getreten ist, ist nicht nur ungeheuerlich, es ist beispiellos in der Zweiten Republik. Das sind strafrechtlich relevante Tatbestände gegen den Vizekanzler der Republik. Und ich sehe hier Sebastian Kurz schwer gefordert. Er ist in der Verantwortung, sofort zu handeln und hier die Entlassung dieses Vizekanzlers in die Wege zu leiten. Fordern Sie auch Neuwahlen? Schauen Sie, es ist vor 1,5 Jahren gewählt worden für die Periode von 5 Jahren. Sebastian Kurz ist diese Koalition eingegangen, obwohl viele in diesem Land, auch wir, eindringlich davor gewarnt haben. Wenn er der Meinung ist, diese Koalition ist gescheitert, dann soll er hinausgehen und das sagen. Ja, und das war Pamela Rendi-Wagner, die Parteichefin und Clubobfrau der Sozialdemokraten. Davor haben wir gehört Nikolaus Scherak, den stellvertretenden Clubobmann der NEOS, und davor den geschäftsführenden Clubobmann Wolfgang Zingel von der Liste Jetzt. Ja, Neuwahlen fordern 2 von 3, Pamela Rendi-Wagner eher nicht so dringend. Führt daran einen Weg vorbei oder könnte es auch einen fliegenden Koalitionswechsel gehen oder bleibt alles, wie es ist? Also einen fliegenden Koalitionswechsel glaube ich nicht, das wäre absurd. Es gibt aus meiner Sicht 2 Varianten, wir können genau über die Wahrscheinlichkeit dann reden. Die eine Variante ist, sobald die Einsicht da ist bei Heinz-Christian Strache, dass er selber nicht zu halten ist und auch Gutenus, dass möglicherweise die ÖVP sagt, man kann es mit Norbert Hofer probieren und einem erneuerten FPÖ-Regierungsteam. Das hat aber die Schwierigkeit in sich, und das darf man nicht vergessen, wenn man jetzt falsch reagiert, auch auf der internationalen Bühne von Seiten des Bundeskanzlers, dann droht natürlich auch das eigene Image des Kanzlers und das der ÖVP zu leiden. Und deswegen glaube ich, dass sehr heftig diskutiert werden wird in Richtung des Szenarios 2002, wo Wolfgang Schüssel nach Knittelfeld sofort die Reißleine gezogen hat, am Sonntag nach dem Samstag in Knittelfeld, dass man eben in Neuwahlen geht. Denn klar ist auch, dass die ÖVP da durchaus was kriegen könnte vom FPÖ-Kuchen. Natürlich fällt einem dann der eigentlich gewünschte Koalitionspartner aus. Ja, das ist auch etwas, was man diskutieren wird. Aber diese 2 Varianten gibt es aus meiner Sicht. Und man muss eben schon die Tragweite, die potenzielle auch für die ÖVP sehen seitens des Kanzlers. Christian Nutzer, quasi Ibiza, das Knittelfeld der Regierung Türkis-Blau? Ja, ein bisschen Knittelfeld schon. Aber man muss eins dazu sagen, nach meinem Informationsstand ist das nicht das letzte Video. Sondern eher die Ouvertüre. Nach meinem Informationsstand kommt noch mehr und viel härteres Material. Ich gehe auch davon aus, dass das Szenario, es wird weitergehen, gegen Null geht die Wahrscheinlichkeit. Ich glaube auch nicht an das Hofer-Szenario, weil ich glaube, dass sich auch Herr Kurz damit beschädigt. Man darf sich auch nur erinnern, wie er regiert hat damals beim Beenden der Koalition mit der SPÖ. Mhm. Ich lehne mich ein bisschen aus dem Fenster, sage morgen 12 Uhr, Erklärung von Kanzler Kurz, die Koalition ist beendet, Neuwahl im September. Neuwahlen im September, die Koalition ist beendet, sagt Christian Nusser. Diese Prognose nehmen wir bis morgen einmal mit und schauen, was um 12 Uhr passiert. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr für die Analyse, für die Einschätzung. Das sind spannende Stunden der österreichischen Innenpolitik an diesem Freitag. Vielleicht wird dieses Wochenende die heimische Innenpolitik komplett auf den Kopf stellen. Wir sind auf jeden Fall dran, auch in den weiteren Sendungen hier im ORF. Aus dem Studio von ORF3 aktuell war es das für heute. Ich bedanke mich bei Ihnen, Einen guten Abend noch und wir sehen uns.
Europawahl auf und was heißt das für die Koalition? Wir berichten und analysieren gleich ausführlich in der ZIB 2.
Abend, herzlich willkommen zur ZIB2, heute mit diesen Themen. Der Fall Ibiza, ein heute Abend aufgetauchtes Video, zeigt Vizekanzler Strache und FPÖ-Klubobmann Gudenus in einem brisanten Gespräch mit einer vermeintlichen russischen Oligarchin über verdeckte Parteispenden. Aus München ist uns dazu Leyla Al-Serori von der Süddeutschen Zeitung zugeschaltet, die den Fall gemeinsam mit dem Spiegel recherchiert hat. Ruf nach Rücktritt. Die Opposition fordert den Vizekanzler zum Rücktritt auf und verlangt das Ende der Koalition. Welche Auswirkungen wirklich zu erwarten sind, frage ich den Politikwissenschaftler Peter Filzmaier live im Studio. Und wir schalten zu Simone Striebel live auf den Ballhausplatz. Abzocke im Internet. Bei den Konsumentenschutzabteilungen der Arbeiterkammer melden sich immer mehr Menschen, die auf vermeintlich seriösen Finanzportalen Geld angelegt und schließlich alles verloren haben. Freitag, 18 Uhr in Österreich, da sind die meisten Büros schon leer. Und die Menschen, die arbeiten, denken auch schon ans Wochenende. Das ist im Journalismus nicht anders als in anderen Berufen. Heute war in den innenpolitischen Redaktionen aber nach 18 Uhr wahrlich nicht an Wochenende zu denken. Ganz im Gegenteil, da ging der Arbeitstag eigentlich wieder von vorne los. Punkt 6 haben das deutsche Magazin Der Spiegel und die Süddeutsche Zeitung Videoaufnahmen veröffentlicht, auf denen Vizekanzler Strache und FPÖ-Obmann Gudenus zu sehen sind. Auf diesen heimlich gemachten Aufnahmen sprechen die beiden mit einer vermeintlichen Nichte eines russischen Oligarchen über verdeckte Parteispenden vor der Nationalratswahl. Das Treffen im Juli 2017 dürfte eine Falle für die FPÖ-Politiker gewesen sein. Wer sie gestellt hat, ist nicht bekannt. Harald Jungrottmeier und Martin Thür zeigen Ihnen höchst ungewöhnliches Bildmaterial, das uns wohl noch länger beschäftigen wird. Die Bilder, die der Spiegel und die Süddeutsche heute veröffentlichen, zeigen den damaligen Klubobmann und FPÖ-Parteichef Heinz-Christian Strache und den Wiener Vizebürgermeister Johann Gudenus im Juli 2017 im Gespräch mit einer vermeintlichen russischen Investorin. Die Runde bespricht eine mögliche Übernahme der Kronenzeitung durch die Russin. Frau Rentner, wenn Sie wirklich die Zeitung Royal übernehmen, wenn es wirklich vorher, in dieser Wahlbewerbung, zwei, drei Wochen vorher, die Chance gibt, über diese Zeitung uns zu pushen. Das ist ja auch nicht selber. Ja, das meine ich. Und dann, dann passiert ein Effekt, den die anderen ja nicht. Richtig, ja, das ist unerwartet. Klar, und das geht auf ihre Leute, 10% plus, das geht nur. Also schau, wenn das Medium in zwei, drei Wochen vor der Wahl plötzlich dieses Medium auf einmal uns pusht, ja, dann hast du recht. Nee, dann machen wir nicht 27. Dann machen wir 34. Ja, das geht auch nicht. Wenn Sie, sobald Sie die Kronenzeitung übernimmt, sobald das der Fall ist, müssen wir ganz offen reden. Dann müssen wir zusammenhocken und sagen, so, da gibt es bei uns in der Krone, zack, 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 diese drei, vier Leute, die müssen gepusht werden. Ja, drei, vier Leute, die müssen abserviert werden. Und der Grüne, der ist kurz auf. Und wir holen gleich einmal fünf neue rein, die wir auftauen. Ja. Und das ist die Russin deutet laut Spiegel mehrmals an, dass es sich dabei um Schwarzgeld handeln könnte. Als Gegenleistung stellt ihr Strache die staatlichen Bauaufträge in Aussicht, die bisher an Hans-Peter Haselsteiner Strabag gehen. Und da sind wir genau, Strabag, Autobahnung. Du, das erste in einer Regierungsbeteiligung, was ich hatte zusagen kann, ist, der Haselsteiner kriegt keine Aufträge mehr. So, okay. Und da haben wir ein Riesenvolumen von interessanten infrastrukturellen Veränderungen, wenn da eine Qualität da ist und ein qualitativer Anbieter da ist. Ja, und der erste, der so Entschuldigung, dann sage ich Ihnen, soll sie nämlich eine Firma wie die Strabag gründen. Bereits viele reiche Österreicher würden an die FPÖ spenden, sagt der damalige Oppositionsführer. Nein, die Ordnung ist ein Beispiel. Der Milliardär hat da der hat die ÖVP und Bento ist am Sieger. Einer der größten Immobilienmarkt Österreichs. Novomatic zahlt alle. Novomatic. Mit der Glücksspiel. Der größte Staat Österreichs. Glücksspiel.
Abgewickelt würden diese Spenden über einen gemeinnützigen Verein, um den Rechnungshof zu umgehen. Wenn es sowas so gibt oder sagen willst, gibt es Spenden für die Wahl jetzt, für den Wahlkampf. Es gibt ein paar, und das sehr Vermögende, die zahlen zwischen 500.000 und 1,5 bis 2 Millionen. Das ist jetzt für die Wahl. Ja. Also, jetzt Niersbrucker die zahlen hinter die Partei so einen gemeinnützigen Verein. Okay, Beispiel. Das musst du erklären, Verein. Ich habe schon vorher gehört. Du musst erklären, dass das nicht Rechnungshof ist. Und Strache weiter? Mehr als 6 Stunden soll das Treffen auf Ibiza gedauert haben. Veröffentlicht wurden einige Minuten Videomaterial. Spiegel und Süddeutsche Zeitung betonen, das Video auf Echtheit überprüft zu haben. In München begrüße ich jetzt Leyla Al-Serori von der Süddeutschen Zeitung, die die Recherchen von Anfang an begleitet hat. Guten Abend. Guten Abend. Frau Al-Serori, das ist ein sehr brisantes Video, das zu einem nicht minder brisanten Zeutpunkt aufgetaucht ist. 9 Tage vor einer großen, vor einer wichtigen Wahl, natürlich auch einer wichtigen Wahl für die FPÖ. Das Video selbst ist aber schon fast 2 Jahre alt. Wann haben Sie denn Kenntnis von diesen Aufnahmen bekommen? Wir haben schon vor einigen Monaten Kenntnis von den Aufnahmen bekommen, haben aber das Video tatsächlich erst vor einer Woche in die Hand bekommen. Also erst dann konnten wir auch die Authentizität prüfen und schauen, ob das alles stimmt, ob die Personen, die auf dem Video zu sehen sind, auch tatsächlich die sind, für die wir sie halten. Es ist natürlich klar, dass Sie nicht sagen können, woher Sie dieses Video haben, aber können Sie sagen, ob Sie wissen, wer es aufgenommen hat? Wir haben keine gesicherten Erkenntnisse leider über die Hintergründe und zur Quelle können wir aus dem Quellenschutz nichts sagen, genau. Es gab heute Abend Spekulationen darüber, dass der deutsche Satiriker Jan Böhmermann vielleicht etwas mit dieser Causa zu tun haben könnte, weil er bei der Romy-Verleihung im April Andeutungen gemacht hat bezüglich Strache und Ibiza. Das hat damals nicht jeder und jede verstanden. Wissen Sie etwas, ob es da einen Zusammenhang gibt? Also bei der Romy-Verleihung haben tatsächlich das nur die eingeweihten Personen verstanden, also die, die schon recherchiert haben und die natürlich es betrifft. Wir wissen, dass Jan Böhmermann das Video auch, also dass er es auch zugespielt bekommen hat, beziehungsweise angeboten bekommen hat. Er hat aber dann es abgelehnt, also weiter zu recherchieren, beziehungsweise daraus etwas zu machen. Sie haben ja den österreichischen Vizekanzler und den FPÖ-Klubobmann mit den Inhalten dieser Aufnahmen konfrontiert. Wie haben sich denn die beiden Ihnen gegenüber erklärt? Strache und Gudenus haben das Treffen in Ibiza auf Ibiza bestätigt. Sie haben davon gesprochen, dass es ein feuchtfröhlicher Abend war, dass viel Alkohol geflossen ist und dass sie mehrfach darauf hingewiesen haben, dass alles rechtskonform sein müsse. Also alle wirtschaftlichen Deals und Geschäfte müssten rechtskonform sein. Vizekanzler Strache nennt ja sehr prominente Namen von möglichen Großspendern. Wir haben das vorhin schon im Beitrag gehört. Sie alle haben dementiert, gespendet zu haben. Aber wissen Sie, ob Sie angefragt wurden, ob Sie denn spenden möchten? Das wissen wir nicht. Strache und Gudenus reden zwar auf dem Video sehr lange darüber, wer denn ihnen alle spenden würde und wie sie das machen, also über einen gemeinnützigen Verein. Allerdings jetzt haben sie gemeint, dass die Herrschaften, die sie da in diesem Video erwähnen, nicht an die FPÖ gespendet hätten. Und das sagen ja auch die Namen selber, wie sie auch schon gesagt haben. Eine letzte Frage noch. Das ist eine gemeinsame Recherche vom Spiegel und der Süddeutschen Zeitung, eben der Sie angehören. Wie ist denn diese Recherche abgelaufen? Also eben vor einigen Monaten hat man uns das darauf angesprochen, auf dieses Video. Man hat uns erste Ausschnitte gezeigt. Dann wurde das
Video auf USB-Sticks in einem verlassenen Hotel übergeben. Man hat das dem Spiegel und der SZ übergeben und wir haben es dann gemeinsam ausgewertet. Also Ori, vielen Dank für diesen Bericht aus München und guten Abend. Sehr gerne. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Wenn am Freitagabend im Bundeskanzleramt noch Licht brennt, dann weist das immer auf eine höchst ungewöhnliche Lage hin. Wichtige Verhandlungen etwa, eine Krise oder Ähnliches. Heute ist so ein Tag, es ist nach 22 Uhr und im Kanzleramt ist das Licht noch immer nicht gelöscht. Der Bundeskanzler berät offenbar mit seinem engsten Team, wie es nach diesen Enthüllungen nun weitergeht. Der Vizekanzler und FPÖ-Bundesparteiobmann ist seit Bekanntwerden der Vorwürfe für die ZIB2 übrigens nicht erreichbar. Wir schalten gleich live auf den Ballhausplatz. Sehen Sie zuvor noch die ersten Reaktionen der Opposition. Krisensitzung im Bundeskanzleramt. Eine offizielle Reaktion von Kanzler Sebastian Kurz gibt es heute nicht. Die Freiheitlichen geben nur eine schriftliche Stellungnahme ab, und zwar ihr Generalsekretär Christian Hafenecker. Derzeit prüfen unsere Rechtsanwälte das uns zugängliche Material. Da das Video ganz offensichtlich illegal aufgenommen wurde, bereiten wir auch entsprechende Rechtsschritte vor. In der Aussendung heißt es weiter, dass sowohl Strache als auch die FPÖ niemals irgendwelche Vorteile von diesen Personen erhalten oder selbigen gewährt hätten. Auch seien von den genannten Personen und Unternehmen keine Spenden an die FPÖ eingegangen. Hafenecker weist weiters darauf hin, dass von Strache in diesem Gespräch bei allen Themen die relevanten gesetzlichen Bestimmungen und die Notwendigkeit der Einhaltung der österreichischen Rechtsordnung mehrmals betont worden seien. Und angesichts des Zeitpunkts kurz vor der EU-Wahl stelle sich natürlich auch die Frage, wer daraus Nutzen ziehe. Das erinnere verdächtig an die sattsam bekannten schmutzigen Silberstein-Methoden aus dem Nationalratswahlkampf 2017 mit dem Versuch eines politischen Auftragsattentats. Die Oppositionsparteien fordern rasche Konsequenzen. Na, das, was heute hier zutage getreten ist, ist nicht nur ungeheuerlich, es ist beispiellos in der Zweiten Republik. Das sind strafrechtlich relevante Tatbestände gegen den Vizekanzler der Republik. Und ich würde den Bundeskanzler hier ganz dringend auffordern, die Reißleine zu ziehen und den Vizekanzler zu entlassen. Es gibt keine andere politische Konsequenz, außer dass der Vizekanzler zurücktritt, dass der Clubobmann der FPÖ, Johann Gotenus, zurücktritt und vor allem, dass Bundeskanzler Kurz hier gefordert ist, diese Regierung endlich aufzulösen. In den Videos spricht Strache davon, dass auch die Milliardärin Heidi Horten, der Investmentbanker und mittlerweile auch Halbeigentümer der Kronenzeitung René Benko, der Waffenbauer Gaston Glock und der Glücksspielkonzern Novomatic Spenden an die FPÖ getätigt oder diese zugesagt hätten, diese aber über einen gemeinnützigen Verein gelaufen sein sollen. Strache spricht in dem Video von 500.000 bis 2 Millionen Euro. Gegenüber dem Spiegel und der Süddeutschen Zeitung dementieren alle, für die Freiheitlichen gespendet zu haben. Auch die ZIB2 hat alle Beteiligten um Stellungnahmen gebeten. Betreffend Ihrer Anfrage zum Thema Parteienfinanzierung in Österreich darf ich festhalten, dass schon vor Jahren eine strenge interne Spenden- und Compliance-Richtlinie für die Novomatic AG erstellt wurde. Insbesondere, weil wir täglich mit mehreren Anfragen von Organisationen und Einzelpersonen konfrontiert sind, die uns um Spenden ersuchen. Bezugnehmend auf Ihre Anfrage zum Video kann ich daher auch Ihnen mitteilen, dass von der Novomatic AG keine Spenden an politische Parteien getätigt wurden. Mein Mandant hat weder direkt noch indirekt Spenden oder sonstige Zahlungen an die FPÖ geleistet. Dazu wurden noch keine Gespräche geführt. Und im Bundeskanzleramt? Da wird intern weiter diskutiert. Wir schalten jetzt live auf den Ballhausplatz in der Wiener Innenstadt zu meiner Kollegin Simone Striebel. Ja, Simone, hinter Ihnen ist, wie gesagt, das Bundeskanzleramt. Es ist
Das weiß man jetzt noch nicht. Wie gesagt, da gibt es diese eine Reise, die offenbar abgesagt worden ist. Und alles natürlich kurz vor so einer EU-Wahl. Also es ist schon, muss man sagen, eine recht dramatische Situation eigentlich in der Innenpolitik, in der österreichischen Politik heute Abend. Vielen Dank, Simone Strebel, live vom Ballhausplatz in der Wiener Innenstadt. Und wenn ich einmal rumdrehe, dann sitzt jetzt Peter Filzmaier an meiner anderen Seite. Guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Professor Filzmaier, das ist ein spektakulärer Tag. Das steht, glaube ich, völlig außer Streit. Der Vizekanzler ist heute Abend stark unter Druck geraten. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass er Vizekanzler bleiben wird, dass er also diese Affäre überstehen wird? Wenn wir davon ausgehen, dass das Video echt ist, und das bestreitet ja nicht einmal die FPÖ, dann stellt sich natürlich politisch die Frage, was, wenn nicht in so einem Fall, ist denn ein Rücktrittsgrund? Da lasse ich jetzt die rechtliche Komponente beiseite, obwohl auch diese sehr interessant ist. Einerseits betont der Vizekanzler, alles müsse rechtskonform sein. Gleichzeitig tätigt er aber Aussagen, die zum Beispiel einen Verstoß gegen das Parteiengesetz bei den Spenden beinhalten können oder auch problematische Aussagen zu Staatsaufträgen. Aber rein politisch ist es doch ein Sittengemälde, wenn man eben diese Staatsaufträge so darstellt, dass der Vergleich mit einem Kuhhandel eine Beleidigung aller Landwirte wäre. Und wenn man den Eingriff in unabhängige Medien so darstellt, dass wie es wäre bei einem Möchtegern-Diktator, der das Journalisten hinauswerfen will, das bringt ihn selbstverständlich politisch unter Druck. Und die Rücktrittsfrage steht auf jeden Fall im Raum. Die Opposition fordert nicht nur den Rücktritt des Vizekanzlers, sie fordert auch das Ende der Koalition. Das ist ihr Job, das muss man auch dazu sagen. Wir haben gerade von Simone Strebel gehört, der Bundeskanzler lässt aus seinem engsten Kreis verlauten, er wisse nun, was er zu tun habe. Was denken Sie, was wird das sein? Also zunächst liegt der Ball offensichtlich beim Bundeskanzler, denn die Reaktion der Freiheitlichen Partei ist eher nach dem Schema F wie FPÖ. Man macht Gegenvorwürfe, dass Links-Linke dahinter stehen, man beschwört den Geistesteil Silberstände, einmal für die SPÖ eine Negativkampagne organisiert hat und dergleichen mehr. Aber es ist nicht die Option der FPÖ und diese Tür hat sie sich damit gegenüber dem Bundeskanzler auch zugemacht. Schnell ein Rücktritt von Strache und natürlich auch von Clubobmann Gudenus. Und dann könnte man ja morgen mit dem Bundeskanzler eine neue Parteispitze, einen neuen Vizekanzler präsentieren und weiter regieren. Jetzt stellt sich die Frage, ob Bundeskanzler Kurz nicht die Flucht nach vorne antritt, weil er sagt, bis jetzt ist möglicher Schaden bei Wahlen, wenn es Neuwahlen geben sollte, für die FPÖ, aber nicht zwangsläufig für die ÖVP geben. Man kann ja sogar FPÖ-Stimmen vielleicht holen. Ab übermorgen wird das schwieriger, denn dann hat er sich mit dem Ereignisverlauf an die FPÖ gekettet, wenn er nichts tut. Sie denken also, dass das Wochenende auch ereignisreich werden wird. Wenn es zu Neuwahlen kommt, dann könnte das und wird das wohl auch die eine oder andere Partei in finanzielle Probleme stürzen. Es läuft gerade ein Wahlkampf. Viele Parteien sind derzeit gar nicht ausgestattet, einen zweiten Wahlkampf noch dazu, einen so wichtigen zu schlagen. Wem würde denn aus Ihrer Sicht eine Neuwahl schaden? Wem würde sie nützen? Wer würde davon am meisten profitieren? Da ist die ehrliche Antwort, das wissen wir nicht. Zunächst ist ja der Fristenlauf so, dass eine Neuwahl bis Ende Juni, also vor den Sommer und den Sommerferien, sich gar nicht mehr ausgehen würde. Denn auch eine Neuwahl muss im Nationalrat beschlossen werden und dann beginnen erst die Fristen zu laufen. Man dürfte formal selbstverständlich im Sommer wählen, aber realistisch ist dann erst ein Wahltermin im Herbst. Jetzt kann man sagen, es gibt das Modell Wolfgang Schüssel 2002. Auch da hat ein ÖVP-Bundeskanzler eine Koalition mit der FPÖ aufgekündigt und hat dann einen Wahltriumph gefeiert, weil die FPÖ erwartungsgemäß viele Stimmen verloren hat, die aber nicht zu einer Oppositionspartei gegangen sind, sondern zur ÖVP. Das ist auch eine andere Strategie von Sebastian Kurz, die er oft sogar öffentlich gesagt hat, wenn die FPÖ Stimmen verliert, wo sollen die denn hingehen, wenn zu mir? Aber vorher haben wir ja noch die EU-Wahl und da ist es eine Frage von Mobilisierung und Demobilisierung. Ich glaube nicht, dass FPÖ-Wähler in Scharen zu jemand anderem wechseln, aber vielleicht bleiben sie zu Hause und können andere Parteien dadurch mobilisieren, denn die Opposition darf natürlich nicht den Fehler machen, nur weil die FPÖ ein Problem hat, sind wir automatisch beliebter. Das muss ja nicht stimmen. Bleiben wir noch kurz bei dieser EU-Wahl. Die ist in 9 Tagen, also der Herbst ist wirklich weit weg, aber 9 Tage, das ist sehr, sehr absehbar. Normalerweise sind diese letzten 9 Tage wirklich nur noch eine Phase, wo man seine eigenen Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren versucht, wo es keine neuen Themen gibt. Nun gibt es ein derartig großes Thema. Es ist anzunehmen, dass die Opposition sich jetzt in diesen 9 Tagen sehr stark auf dieses Thema draufsetzen wird. Lässt sich in irgendeiner Weise abschätzen, ob und welche Auswirkungen das auf den Wahlausgang
Ausgang der EU-Wahl haben könnte? Nach klassischen Lehrbüchern der politischen Kommunikation hätte man gesagt, das ist fast schon zu spät, denn wir stehen vor dem Wochenende. Es kann also nur noch an 5 Arbeitstagen nächste Woche ein öffentliches Thema und dann auch in den privaten Diskussionen, in der Familie, im Freundes-, im Kollegenkreis, im Verein und an Stammtischen darstellen. Allerdings leben wir natürlich mittlerweile im Social-Media-Zeitalter, wo das viel schneller transportiert wird, auch über das Wochenende. Und selbstverständlich, wie ich vorher sagte, hat die FPÖ ein Mobilisierungsproblem. Umgekehrt, ob die anderen Parteien deshalb besser mobilisieren, das ist ihre Chance. Ob es ihnen gelingt, wissen wir aber noch nicht. Spannende Zeiten jedenfalls. Vielen Dank, Peter Filzmaier, für den Besuch bei uns. Dankeschön. Bitte gerne. Und wir wechseln jetzt das Thema. Es ist eine gewaltige Betrugsmaschine, die im Internet mit hohen Gewinnen lockt, letztlich aber in den Ruin führen kann. Bei den Konsumentenschutzabteilungen der Arbeiterkammer melden sich immer mehr Menschen, die auf vermeintlich seriösen Finanzportalen Geld angelegt und schließlich alles verloren haben. Europaweit dürften Betrüger mehr als 100 Millionen Euro erbeutet haben, schätzen Experten. Sie gehen von Zehntausenden Betroffenen aus, darunter auch viele Österreicher. Wie viele genau, ist aber unklar, weil sich viele Geschädigte aus Scham nicht bei der Polizei oder eben den Konsumentenschützern melden dürften. Recherchen von Peter Papuzki. Es sind vermeintlich echte Finanzportale, die mit hohen Gewinnen locken. Doch dahinter stehen in den meisten Fällen einfach nur Betrüger. Wir treffen einen Betroffenen, der nicht erkannt werden will. Er investiert vor 2 Jahren 25.000 Euro und macht scheinbar 13.000 Euro Gewinn. Dann kam die Nachfrage nach einem größeren Deal, nach einem größeren Einsatz. Ich habe dann gesagt, okay, zuerst möchte ich die Auszahlung des bereits erwirtschafteten Gewinnes von 13.000 Euro. Das passiert aber nie. Plötzlich ist sein Konto auf dem Finanzportal leer. Er ruft sofort bei der Firma an. Da wurde mir dann mitgeteilt, dass dieser Deal von einem Mitarbeiter gemacht wurde, der bereits gekündigt war und der das auf unlautere Art und Weise eben verspielt hat und gegen die Firma gearbeitet hat. Eine Lüge. Das gesamte Geld ist weg. Den Gewinn hat es vermutlich nie gegeben. Ja, mir geht es eigentlich schon sehr schlecht, dass ich, wie gesagt, so blöd sein konnte und doch auf so einen Trick reingefallen bin. Er ist aber bei weitem nicht der Einzige. Wirtschaftsprüferin Elfriede Sixt berät gemeinsam mit Anwälten rund 700 Geschädigte europaweit. Der Schaden dürfte bei mehr als 100 Millionen Euro liegen, mit Zehntausenden Betroffenen. Viele würden sich schämen. Wenn man sich aber ansieht, wie professionell und durchtrieben diese internationalen Organisationen vorgehen, muss sich niemand schämen. Erst im Februar hat das Bundeskriminalamt mit dem Landeskriminalamt Niederösterreich offenbar eine dieser Organisationen zerschlagen. Ein Hauptverdächtiger sitzt in Wien in U-Haft, in Bulgarien ein weiterer. Die Verdächtigen bestreiten die Vorwürfe. Solche Ermittlungserfolge seien leider selten, sagt Elfriede Sixt, weil die internationale Zusammenarbeit nicht gut genug funktioniere. Im Gegensatz dazu aber die Kriminellen eine internationale gestraffte Organisation aufbauen. Ja? Und ich bin davon überzeugt, dass man solche internationalen Organisationen nur durch Zusammenarbeit der Behörden über die verschiedenen Länder habhaft wird. Die Betrügereien gehen derweil weiter. In den vergangenen Tagen hat diese Seite auf Facebook mit großen Gewinnversprechen geworben. So habe Red Bull-Chef Dietrich Mateschitz in einem ORF-Interview Finanztricks verraten. Alles daran ist jedoch frei erfundener Unsinn. Mateschitz und die bekannten Medien haben nie auch nur Ähnliches berichtet. Wir beschweren uns bei Facebook. Zunächst sagt Facebook, die Seite würde nicht gegen ihre Werberichtlinie verstoßen. Erst auf Nachfrage bei der Medienstelle gibt Facebook zu, dass die Werbung nicht online hätte gehen dürfen. Ein schwacher Trost, denn letztlich konnte die Betrugsseite tagelang ungestört auf Facebook werben. Wir beschäftigen uns heute noch mit den nicht enden wollenden Turbulenzen um die politische Zukunft des Sudan, gleich nach den Meldungen des Tages. Die Mathematik-Zentralmatura ist an den Gymnasien heuer deutlich besser ausgefallen als im Vorjahr. Darauf deuten die im Bildungsministerium eingereichten Notenanträge der Schulen hin. Demnach hat rund jeder 8. Schüler einen 5er bekommen, 2018 war es noch fast jeder 4.
Die Teuerungsrate ist im April leicht gesunken auf 1,7%. Das liegt vor allem daran, dass Pauschalreisen im Vergleich zum Vormonat deutlich billiger geworden sind. Die wichtigsten Preistreiber waren einmal mehr Wohnen, Wasser und Energie sowie Restaurants und Hotels. In Großbritannien hat die Labour-Partei die Brexit-Gespräche mit der konservativen Regierung unter Premierministerin Theresa May abgebrochen. Labour befürchtet, dass die Regierung für verlässliche Zusagen in den Verhandlungen zu instabil ist. May dagegen wirft der Oppositionspartei vor, beim Brexit keine einheitliche Position zu haben. Der ORF wird am 26. Mai, dem EU-Wahltag, bereits um 17 Uhr eine Trendprognose veröffentlichen. Offizielle Resultate dürfen nach einer Vorgabe der EU-Kommission erst nach dem EU-weiten Wahlschluss um 23 Uhr präsentiert werden. Um die Öffentlichkeit dennoch informieren zu können, führt das SORA-Institut gemeinsam mit der AG Wahlen und Peter Hayek Wahltagsbefragungen durch, um auf deren Basis die Trendprognose zu erstellen. Und wir widmen uns jetzt noch der Zukunft des Sudan, um die nach wie vor intensiv gerungen wird. Seit Demonstranten Anfang April den Platz vor dem Militärhauptquartier in der Hauptstadt Khartoum besetzt haben, ist die politische Szene dort in Bewegung geraten. Zunächst wurde ja Langzeitdiktator Omar El-Bashir gestürzt, doch das reichte den Demonstranten dann nicht. Anders als die Ägypter, die nach dem Sturz Mubaraks vom Tahrirplatz wieder nach Hause gegangen sind, bleiben die Sudanesen auf der Straße und versuchen dem Militärrat, der derzeit die Geschicke des Landes lenkt, eine zivile Herrschaft abzugewinnen. Unser Korrespondent Karim El-Gohari hat die Demonstranten in Khartoum besucht. Die Arbeit von Awadir Mahmoud beginnt mittags, mitten in der größten Hitze des Tages. Sie muss mit 10 anderen Frauen Mahlzeiten für 5000 Demonstranten vorbereiten, die seit Anfang April vor dem Armeehauptquartier in Khartoum kampieren. Es ist Ramadan. Bis zum Sonnenuntergang, zum Brechen des Fastens, müssen die Frauen fertig sein. Sie kann zwar gut kochen, aber nicht lesen und schreiben, erzählt sie. Ich wünsche mir für die Zukunft eine medizinische Versorgung, die ich mir leisten kann, und eine gute, kostenlose Ausbildung für meine Kinder. Unterdessen gibt es draußen außerhalb des Sit-ins Probleme. Diese Barrikaden der Demonstranten sind Stein des Anstoßes zwischen Militärs und Demonstranten. Das Militär möchte sie entfernen. Die Demonstranten sagen, sie brauchen sie für ihren eigenen Schutz. Sie sind der Grund, warum die Verhandlungen zwischen beiden Seiten über eine zivile Regierung im Moment ausgesetzt sind. Denn in den letzten Tagen gab es immer wieder Auseinandersetzungen um sie. In dieses Krankenhaus wurden gestern verletzte Demonstranten eingeliefert. Die Milizen kamen, um die Barrikaden wegzumachen. Es gab Streit und dann haben sie angefangen zu schießen. Sie haben wild um sich geschossen, nicht etwa in die Luft, sondern auf die Leute. Aber eigentlich geht es nicht wirklich um die Barrikaden, glaubt der Journalist Faisal Saleh. Die Verhandlungen, sagt er, die werden wahrscheinlich weitergehen. Wir haben politisch bei den Verhandlungen zwischen dem Militärrat und den Demonstranten bereits 75% des Weges geschafft. Nun geht es um die Zusammensetzung der Gremien, wie viele Militärs und wie viele Zivilisten darin sitzen. Inzwischen nähert sich das Iftar, das Brechen des Fastens. Awadir und ihre Mitarbeiterinnen arbeiten auf Hochtouren. Und das ist der Moment, auf den die Demonstranten den ganzen Tag gewartet haben. Der Muezzin hat eben das Fasten für beendet erklärt. Endlich können sie essen und trinken, nachdem sie hier bei über 40 Grad Hitze den ganzen Tag ausgeharrt haben. Mit dem Ziel, dass dieses Land endlich eine zivile Regierung bekommt. Endlich können sich die Demonstranten stärken. Sie wissen, es liegt kein einfacher Weg vor ihnen. Das Problem ist, dass zwar der Kopf des alten Regimes weg ist, der Körper aber noch da ist. Und dieser Körper stellt sich gegen alle fundamentalen Veränderungen. Doch entgegen aller Schwierigkeiten, ihr Ziel, eine zivile Regierung zu erreichen, fast trotzig, klatschen sich die Demonstranten in die von ihnen erhoffte demokratische sudanesische Zukunft. Mit diesem Beitrag von Karim El-Gohari muss ich mich von allen Zusehern auf Dreisat verabschieden. Danke fürs Zuschauen und ein schönes Wochenende aus Wien.
Falls Sie sich erst später zugeschaltet haben, noch einmal kurz zusammengefasst, das große Thema des heutigen Tages. Spiegel Online und die Süddeutsche Zeitung haben ein Video öffentlich gemacht, das FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache schwer unter Druck bringt. Strache ist darauf, gemeinsam mit dem Wiener FPÖ-Chef Johann Gudenus zu sehen, im Sommer 2017 in einer Villa auf Ibiza. Strache, damals noch in der Opposition, verspricht dort einer angeblichen Investorin aus Russland öffentliche Bauaufträge, sollte die FPÖ in die Regierung kommen. Zudem erklärt er der Frau, wie Parteispenden am Rechnungshof vorbei getätigt werden können. Strache spricht gegenüber den Zeitungen von einem privaten Treffen in feuchtfröhlicher Urlaubsatmosphäre und betont, dass er mehrmals auf die Notwendigkeit der Einhaltung der österreichischen Rechtsordnung hingewiesen habe. Für die Zeit im Bild war der Vizekanzler bisher nicht erreichbar. Bundeskanzler Sebastian Kurz hat für morgen eine Stellungnahme angekündigt. Und wir sind bei den Wetteraussichten fürs Wochenende. Mit Südwind kommt am Wochenende recht warme Luft nach Mitteleuropa. Damit stellen sich auch bei uns im Alpenraum für Mitte Mai übliche Temperaturen ein. Viel Sonne gibt es morgen im Norden und Osten, sonst aber ziehen auch dichtere Wolken und am Nachmittag ein paar gewittrige Schauer durch. Es wird föhnig und mild. Auch am Sonntag wird es zeitweise sonnig und mild, vor allem im Bergland und im Süden sind Regenschauer dabei. Am Montag werden die Schauer häufiger, weitgehend trocken bleibt es nur im Osten. Von der Realität jetzt auf eine Zeitreise. ORF 2 unternimmt mit uns eine solche in Universum. We'll be right back.
die politische Bombe. Deutsche Medien veröffentlichen ein Video, auf dem Vizekanzler Strache und FPÖ-Klubobmann Gudenow seiner russischen Investorin Staatsaufträge für finanzielle Hilfe im Wahlkampf 2017 versprechen. Im Studio analysiert der Politberater Thomas Hofer. Aufatmen nach Matura. Österreichs Gymnasien verzeichnen heuer deutlich weniger Fünfer in Mathe. Der Bildungsminister ist zufrieden. Und Abgaswolke über Mexiko-Stadt. Mexiko muss den Umweltnotstand ausrufen, weil eine massive Feinstaubwolke über der Hauptstadt liegt. Der Rauch kann kaum abziehen. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zur ZIP-Nacht. Der heutige Freitag, der 17. Mai, wird wohl in Österreichs Innenpolitik noch lang in Erinnerung bleiben. Spiegel Online und Süddeutsche Zeitung veröffentlichen ein Video, das Vizekanzler Strache und FPÖ-Klubobmann Gudenow offenbar vor 2 Jahren auf Ibiza zeigt. Eine vermeintlich russische Investorin spricht davon, hunderte Millionen an Schwarzgeld in Österreich investieren zu wollen. Die Politiker loten mit ihr eine mögliche Übernahme der Kronenzeitung aus. Sie solle dafür Staatsaufträge erhalten. Es geht auch um versteckte Wahlkampffinanzierung. Eine Einschätzung gleich zuvor Peter Stacher und Mariella Kogler mit einem Einblick und der innenpolitischen Reaktion in Österreich. Als Vorbereitung auf das Treffen am 24. Juli 2017 werden Kameras in Stellung gebracht. Kurz darauf treffen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und Johann Gudenow mit seiner Ehefrau ein. Sie treffen eine angebliche Oligarchin, die 250 Millionen Euro in Österreich investieren will. Heinz-Christian Strache erzählt von Großspendern, die nicht an die Partei, sondern einen Verein spenden. Die zahlen zwischen 500.000 und 1,5 bis 2 Millionen. Es gibt ganz wenige, die an die Partei spenden, weil das ein Rechnungshof ist. Ja, aber alle wissen wir doch. Und dann ist es auch heute nicht. Nein. Ja. Das hat nichts mit der Partei zu tun. Dadurch hast du keine Meldung. Weiters dürfte Strache der angeblichen Milliardärin Aufträge in Österreich in Aussicht gestellt haben. Das Erste in einer Regierungsbeteiligung, was ich dazu sagen kann, ist, da haben Sie eine Gewinnaufträge. So, okay, Entschuldigung. Dann sage ich, jeder soll sich nicht eine Firma für die Stabak gründen, weil alle staatlichen Aufträge, die jetzt die Stabak kriegt, sind Ziele. Ja. Sowohl Spiegel als auch Süddeutsche Zeitung haben die Echtheit des Videos geprüft. Wer das Video gemacht hat, ist unklar. Vor einigen Monaten hat man uns das darauf angesprochen, auf dieses Video. Man hat uns erste Ausschnitte gezeigt, dann wurde das Video auf USB-Sticks in einem verlassenen Hotel übergeben. Man hat das dem Spiegel und der SZ übergeben und wir haben es dann gemeinsam ausgewertet. Die Opposition verlangt den Rücktritt von Heinz-Christian Strache. Ich sehe hier Sebastian Kurz schwer gefordert, er ist in der Verantwortung, sofort zu handeln und hier die Entlassung dieses Vizekanzlers in die Wege zu leiten. Es gibt keine andere politische Konsequenz, außer dass der Vizekanzler zurücktritt, dass der Klubobmann der FPÖ, Johann Gudenow, zurücktritt und vor allem, dass Bundeskanzler Kurz hier gefordert ist, diese Regierung endlich aufzulösen. Dieses Video blamiert Österreich bis auf die Knochen. Also das ist ein neuer Tiefpunkt in den ohnehin schwer angeschlagenen Image, das Österreich zurzeit in der internationalen Öffentlichkeit genießt. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenwecker sieht ein politisches Auftragsattentat und kündigt an. Derzeit prüfen unsere Rechtsanwälte das uns zugängliche Material. Da das Video ganz offensichtlich illegal aufgenommen wurde, bereiten wir auch entsprechende Rechtsschritte vor. Heinz-Christian Strache betont dem Spiegel gegenüber, sie hätten auf die Notwendigkeit der Einhaltung der österreichischen Rechtsordnung Wert gelegt. Diese Videoszenen könnten nicht alles gewesen sein. Laut Medienexperten wartet weiteres brisantes Material darauf, veröffentlicht zu werden. Dabei ist das jetzt Veröffentlichte schon brisant genug. Im Studio wollten wir heute eigentlich den Listenzweiten auf der EU-Wahlliste der FPÖ, Georg Mayer, begrüßen. Der hat aber abgesagt. Stattdessen darf ich jetzt den Politikberater Thomas Hofer willkommen heißen. Schönen Abend. Schönen guten Abend. Dieses Video darf getrost als politische Bombe bezeichnet werden. Der Vizekanzler verspricht Staatsaufträge und redet über eine mögliche Übernahme der Kronenzeitung. Hat es Ähnliches schon mal gegeben? Nein, das hat es nicht. Es hat viele eigenartige Ereignisse in der österreichischen Innenpolitik schon gegeben. Die FPÖ war öfter mal involviert, zum Beispiel Knittelfeld 2002, dann die Parteigründung von Haider in Richtung BZÖ, damit fast die Zerstörung der FPÖ. Aber das in dieser Dimension hat es noch nicht gegeben und möglicherweise ist, wir haben es im Beitrag anklingen lassen, ist das noch nicht das Ende der Fahnenstange. Und klar ist, dass das ein Mega-GAU ist, nicht nur für die FPÖ, sondern auch für die Regierung in dieser Zusammensetzung.
Auseinandersetzung. Und ich nehme an, dass der Bundeskanzler morgen in seinem Statement am Vormittag da relativ klare Schritte wird folgen lassen. Es heißt intern, der Kanzler wisse sehr genau, was jetzt zu tun sei. Worauf läuft das hinaus? Also es gibt zwei grundsätzliche Varianten. Eine davon ist, Strache und Gutenus treten zurück. Daran führt aus meiner Sicht überhaupt kein Weg vorbei. Es ist kein anderes Szenario denkbar, jedenfalls nicht aus Sicht der Regierung. Es übernimmt dann zum Beispiel Norbert Hofer. Ja? Nur halte ich das auch für eine Wahrscheinlichkeit, die sehr gering ist, denn mittlerweile zieht einfach auch in der ÖVP vieles in Richtung Neuwahlen. Denn eines ist schon klar, es ist für Sebastian Kurz, der das sicherlich nicht gewusst hat, die ganze Geschichte, aber klar, dass wenn er jetzt nicht entsprechend reagiert und die Reißleine zieht und Tabula Rasa macht, dass auch seine Partei, dass auch er da was vom Image-Schaden abbekommen könnte. Denn es ist ein gewisses Bild, ein fatales, das Österreich jetzt gesamthaft abgibt. Und da muss man aus meiner Sicht eigentlich klar schief machen und entsprechend die Konsequenzen ziehen und in Neuwahlen gehen. Die FPÖ will rechtliche Schritte gegen dieses illegal aufgenommene Video ergreifen. Steht die Echtheit dieses Videos außer Zweifel? Also natürlich wird schon an Technologien gearbeitet, wie man Bewegtbild manipulieren kann, aber so weit ist man noch nicht, dass man das in dieser Qualität hinbekommt. Und der Spiegel und die Süddeutsche haben das auch penibel untersucht, haben verschiedenste Recherchschritte unternommen, um die Echtheit des Materials außer Streit zu stellen. Und es wird ja nicht einmal von der FPÖ bestritten, dass das stattgefunden hat, sondern was der Herr Hafenecker sagt, es ist illegal aufgenommen worden. Ja, das war bei Ernst Strasser auch schon so. Das ist ein nettes Ablenkungsmanöver, aber es wird nicht die Hauptlinie der ganzen Geschichte, nämlich, ja, man muss sagen, erneut die Implosion der FPÖ als Regierungspartei in den Schatten stellen, sondern das ist ein Seitenaspekt, den man auch erzählen muss und erzählen kann. Aber was übrig bleibt, ist eine dummdreiste Aktion, die aber eben staatspolitisch wirklich große Folgen hat. Denn Sie haben es vorher in der Anmoderation gesagt, da wird Korruption in den Raum gestellt, da werden Gegengeschäfte für eine Parteispende illegal auch noch in den Raum gestellt, in Aussicht gestellt. Es wird ein Medium quasi unter der Hand verscherbelt, fiktiv. Also das darf alles nicht wahr sein. Also in Wahrheit muss man sich das alles mal aus der Zunge zergehen lassen. Es ist erst wenige Stunden alt, die Information. Aber da kann man nicht, unmöglich, dass man da zur Tagesordnung übergeht. Es geht im Video auch um versteckte Wahlkampffinanzierung. Strache nennt als Spender im Wahlkampf 2017 den Waffenproduzenten Gaston Glock, die Milliardärin Heidi Horten, René Benko und Novomatic. Alle vier dementieren das. Was hat das für Konsequenzen? Gut, das ist noch schwer absehbar. Ich kann jetzt den Wahrheitsgehalt dieser Behauptung vom Herrn Strache nicht überprüfen, klarerweise. Aber die Geschichte mit den Konten und diesen Anonymen, gibt auch einige andere, wo er genannt hat, 500.000 bis zu 2 Millionen. Also das wird noch ein ganzer Rattenschwanz an Geschichten, die wir da aufzuarbeiten haben. Klar ist nur die immanente Folgewirkung für die österreichische Innenpolitik, nicht nur für die EU-Wahl. Wir können alle Umfragen vergessen, die bis jetzt gemacht worden sind. 9 Tage vor der EU-Wahl wird sozusagen das Rad der Zeit nicht neu erfunden, aber es beginnt jetzt der Wahlkampf noch einmal von neuem. Und natürlich auch in Richtung potenzieller Nationalratswahlen, möglicherweise im September. Aber all die Geschichten, die Sie genannt haben, die werden natürlich auch im Wahlkampf eine Rolle spielen, schon klar. Aber die konkreten Geschichten kann ich jetzt weder bestätigen noch dementieren. FPÖ-Spitzenkandidat Harald Wilimski wollte morgen nach Mailand fliegen zu Matteo Salvini zum Wahlkampfabschluss der europäischen Rechtspopulisten, bleibt jetzt aber zu Hause. Was heißt denn das für den EU-Wahlkampf der FPÖ? Ja, das ist der Mega-GAU. Ja, also man kann sich eigentlich kaum was Ärgeres vorstellen. Und angesichts dessen werden die ganzen seriellen Einzelfälle, die wir in den letzten Wochen und Monaten diskutiert haben, ja fast zu einer Lächerlichkeit. Also das ist kaum zu reparieren. Ich kann jetzt schwer sagen, was das jetzt konkret an Prozentzahlen heißt. Wir haben überhaupt keine empirischen Daten, klarerweise. Woher auch? Ist alles noch viel zu frisch. Aber soll jetzt nicht zynisch rüberkommen, aber helfen tut das der FPÖ ganz sicherlich nicht. Was genau passiert, wird der morgige Tag weisen. Vielen Dank, Thomas Hofer, für den Besuch im Studio. Sehr gerne. Aus Österreichs Schulreihen dürfte heute ein deutliches Aufatmen zu hören.